An. Es ist gerade noch grün gewesen. An dieser Stelle kommt man über die Straße. Wir gehen jetzt hier weiter, Ecke Chausseestraße. Wir haben hier Bisbüttel und hier fängt der BMW wohl an. Das ist die Chausseestraße da hinten. Ecke Arnimstraße, Matthias oder so ähnlich. Ich kenne den Arnim nicht. Idea von Armin, eine Idee in jedem Fall. Wir haben die Schwarzkopfstraße und gehen ein klein bisschen weiter. Dann kommen jetzt hier linke Hand auf den Neubau des BNDs. Der Neubau des BNDs ist hier ja, ganz interessant. Bäume gibt es auch schon, die sind schnell gewachsen. Also da waren sie recht flugs, die Jungs. Tja, es ist ein großes Areal. Ich gehe mal hier weiter. Es geht bis da hinten. Ein Horizont. Da muss ich das mal überlegen, wie groß die das hier hingesetzt haben. Früher war hier, ich weiß nicht so viel eigentlich nicht. Ne? Und drei Reihen an Bürokomplex in einem, auf diesen 100 Metern vielleicht. Ah, 50 Meter werden es auf jeden Fall sein. Wir haben dann hier gleich wieder noch einen kleinen Bürokomplex, wie die alle angeordnet sind. Das ist mir eigentlich so nicht klar. Ich denke mal nach Struktur, nach Ordnung, nach Zweigstelle. Ja, Spezialgebiete eben, vermute ich mal. Oh, interessant. Geht weiter, hier ist wieder ein Ausgang, Schwarzkopfstraße. Wir haben da jetzt hier ja, den zweiten Ausgang, Lieferanteneingang vielleicht oder sowas. Da vorne scheint eher so. Das Ganze ist schon sehr dunkel, düster, helle Farbe, trotz der hellen Farbe, die man gewählt hat. dunkle Scheiben auch nicht überall, jetzt also schon so. Ich glaube, man kann da sogar ein bisschen reingucken. Mal schauen, hier nochmal wieder ein bisschen hinhalten, eine sehr nette, oh, schöne Kante haben sie hier gemacht. Also künstlerisch gesehen sehr cool. Ein aktueller Bau, architektonischer Standard zu sein jetzt, diese Bauten in dem Stil, sehr groß, sehr mächtig, großes Eingangsportal, zwei sogar, unterschiedliche Fachbereiche werden hier wohl behandelt, keine Ahnung, der hier sieht aus wie ein Smiley, es tut mir auch der Arm weh, passiert viel hier. Oh, hier ist noch eine Baugenossenschaft. Ja. Dann hört es hier auf. Das ist hier wieder der Blick darüber. Ja, und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich gehe diesen Weg nur deshalb, weil ich mal eben noch in die Bahn vorbeischauen wollte und ein Würstchen essen oder sowas. Da gibt es hier richtig leckere Bockwurst. Oh, das ist immer mit einem Kaffee zusammen doch ein wenig was für die, ja, für die Kiemen, würde ich sagen. Ne? Ja, hier Baustelle, keine Bilder, aber nicht. Ja, und wieder hier. Überall Baustelle, vorne hinten Living Garden. Bis vor einiger Zeit gab es ja auch noch eine ganz tolle Sache eigentlich. Aber eigentlich auch total sinnlos. War nicht mehr da, aber gehörte eben einfach alles zum Stadtbild. Das sind hier, da sind noch die Reste zu sehen hier, Feuerlandhöfe. Ich glaube, es war eine ehemalige Brauerei und dort wurde mal Berliner Bier gemacht oder was anderes. Da ist schon einiges abgerissen worden. Was weiter vorne stand, wo der Erhaltungszustand wirklich nicht gut gewesen ist, war ja auch direkt im Grenzbereich. Und hier der Neubau, hier nochmal genau zu sehen. Ich drehe das mal hier hin im Blau. Bitte schön, so sieht das aus. Vielleicht mal ran oder so. Es wird noch gebaggert. Vielleicht brauchen die noch ein paar Bäume. Da vorne sind die schon da. Wer weiß, wo sie die herholen. Da geht es dann da rein hier irgendwo. Große Baustelle gerade auch. Ja. Eigentlich ist immer das Gleiche. Hier ist noch ein bisschen vom BND. Jetzt kommt der Backsteinbau. Den gibt es auch. Vorne Haupteingang vermute ich mal. Das ist ein Ding. Das ist ein Klopper.
Ja, das geht dann vor von der einen Straße bis zur anderen. Chausseestraße, da sind wir immer noch. Hier ist gerade auch ein Bau. Und jetzt schauen wir mal hier. Nochmal vorbei, Park-In-Trip. Ja, hier haben wir das Trip. Das war die Habersaatstraße hier vorne. Also der BND geht von der Einstraße Gera von...